Cash Secured Put. In diesem Video erfährst du, wie du eine Option eines Cash Secured Put ausführst. Ich nehme dich mit in den Broker, in eine Trader Workstation rein und du siehst im Detail, wie man so eine Option aufgibt. Damit sind wir beim dritten Video angekommen unserer kurzen Videoreihe Optionsstrategien für Einsteiger. Und damit herzlich willkommen bei SurfJam Live in a Van. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen die finanzielle Freiheit erreichen, ein selbstbestimmtes Leben führen. Und wenn du genau das auch möchtest, dann abonniere am besten diesen Kanal. So, in einem der letzten Videos, in der vorletzten Woche, haben wir den Cash Secured Put in der Theorie erklärt. Jetzt wollen wir uns das Ganze ein bisschen in der Praxis anschauen. Ich habe hier mal meinen Screen geteilt. Zuerst ein Wort zum Broker. Optionshandel ist nicht mit jedem Broker möglich, also mit Trade Republic zum Beispiel. Kannst du zwar gewisse Hebelzertifikate kaufen, aber Optionshandel lebt halt davon, dass du Echtzeitdaten hast, dass du an allen Börsen dieser Welt sozusagen auch traden kannst, denn nur dann macht das Ganze auch Sinn. Und dazu benutze ich den Broker Lynx, ein Anbieter, den ich sehr empfehlen kann, weil es gibt eine umfassende Tutorial-Sektion, es gibt regelmäßige Webinare zu allen möglichen Themen, der Newsletter ist gut, also es ist wirklich ein gutes Produkt, nicht nur was das Trading angeht, sondern auch was den ganzen Support und Erklärung drumherum angeht, was ja beim Optionshandel auch nicht ganz unwichtig ist, um da reinzufinden in das Thema. Den zweiten Broker, den ich euch vorstellen möchte, ist Interactive Brokers. Interactive Brokers ist im Prinzip ähnlich gut wie Lynx Brokers, ist halt kein, bietet inzwischen auch eine deutsche Oberfläche. Und diese beiden Broker kann ich sehr empfehlen. So. Und zwar aus einem Grund. Du kannst, wenn du hier auf Lynx mal gehst und dir hier mal das Anmelde-Scroll-Menü anschaust, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Du hast einmal die Kontoverwaltung. Also wo du sozusagen Einblick hast in dein Konto, was dein Kontostand ist, Steuerunterlagen, die Trading Reports und so weiter. Dann hast du hier eine Trader Workstation, die sozusagen cloud-basiert funktioniert. Das heißt, du kannst traden auf der Plattform selber. Und dann kannst du aber auch eine Handelsplattform installieren, die sozusagen als Standalone-Programm auf deinem Computer installiert wird, die sogenannte Trader Workstation. Und diese Trader Workstation ist insofern von Vorteil, weil da wirklich keine Wünsche offen bleiben. Du kannst damit alles traden. Das Gute ist bei dieser Trader Workstation, dass die zum Beispiel bei Interactive Brokers und auch bei Lynx Brokers identisch ist. Also die greifen beide auf dieses System zu der Trader Workstation. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze aussieht. Es gibt sicherlich auch noch andere Broker, CapTrader, glaube ich, die ähnlich gut funktionieren. Da habe ich keine Erfahrung mit. Ich habe nur Erfahrung mit Interactive Brokers und Lynx Broker. Deswegen empfehle ich die auch an dieser Stelle. Wenn du traden willst, also da einfach ein Konto einlegen, ein Depot eröffnen, eine gewisse Summe einzahlen. Ich glaube, ab 500 Euro kann man da sozusagen dann auch anfangen, wobei sich das ein bisschen staffelt. Je mehr Geld du einzahlst, desto mehr Optionen werden dir freigeschaltet. Also wirklich das Daytrading ist, glaube ich, erst ab einer Summe von 25.000 Euro möglich. Darunter kannst du, glaube ich, drei Daytrades pro Tag ausführen. Aber man kann also die Plattform wirklich auf seine individuellen Bedürfnisse anpassen. Ich zeige euch jetzt mal diese Trader Workstation, wie die aussieht. Dazu gehe ich hier mal auf die Symbol. Und so sieht das Ganze im Prinzip aus. Das ist die Benutzeroberfläche. Das sieht jetzt erstmal relativ kompliziert aus. Sieht komplizierter aus, als es ist. Und ich möchte an dieser Stelle nicht die ganze Oberfläche erklären, das machen wir in einem separaten Video, sondern wirklich, wie jetzt in dieser Trader Workstation einfach mal so ein Put-Verkauf aussieht. So, wir nehmen also an, du hast eine Aktie ausgewählt, fundamental analysiert, vielleicht jetzt einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu suchen, darum geht es ja.
Fundamentalanalyse machen wir in diesem Video auch nicht, aber es wird zu weit führen. Ich habe ja einfach mal beispielhaft das Unternehmen Apple aufgeführt, weil ja, Apple ist einfach über jeden Zweifel erhaben, denke ich. Und wir haben hier einen Seitwärtstrend. Ich zeichne das mal hier kurz ein bisschen ein. In meinem Trading View verlinke ich dir auch alles unter diesem Video, die Tools, die ich benutze. Also wir haben hier nach dem Aktiensplit bei Apple ein Tief gehabt und seitdem bewegen sich die Märkte im Prinzip ein Stück weit seitwärts hier. Und wir befinden uns jetzt hier an dieser Stelle und wir haben gesagt, in einem Put ist eine Strategie für einen steigenden Markt. Das heißt, wir sehen hier eine ja, vorsichtige steigende Kurve und könnten jetzt sozusagen sagen, okay, Apple wäre in diesem Fall geeignet für einen Cash-Secured Put. Einen Put-Verkauf, wir erinnern uns, gibt uns das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis ins Depot eingebucht zu bekommen, mit Rabatt letztendlich sozusagen. Und ich mache das hier nochmal kurz weg. Und ja, wir sehen hier, wie gesagt, die Apple-Aktie könnte steigen. Wir haben die US-Wahlen hinter uns. Also das sind auch gute geopolitische Voraussetzungen, dass die Apple-Aktie steigen könnte. Und jetzt gehen wir zurück in unsere Trader Workstation. Wie gesagt, also fundamental und technische Analyse sind hier nur ganz kurz angerissen. Trendkanäle zeichnen, das gibt es in einem anderen Video, kann ich ja auch nochmal verlinken. Wir gehen also davon aus, dass wir eine Aktie gefunden haben, die in einem Aufwärtstrend befindet und wir sozusagen einen Put verkaufen wollen, um diese Aktie jetzt ins Depot zu bekommen. So, jetzt haben wir hier die Oberfläche und hier oben ganz einfach sieht man schon den Option Trader. Also damit kann ich wirklich sozusagen die Optionen handeln und kaufen und verkaufen. So, wir haben hier links die Calls, rechts die Puts. Das sind unsere beiden Fenster, unsere Optionsketten. Wir haben gesagt, wir nehmen die Apple-Aktie und geben hier oben in dem Suchfeld jetzt das Apple-Kürzel ein, AAPL, wir können auch Apple eintragen, klicken hier auf Enter und dann fragt er uns hier schon Aktie Smart und jetzt werden hier die Optionsketten aufgeführt. Dazu muss ich sagen, wir sind hier erstens in einem Simulationskonto und haben hier keine Echtzeitdaten. So, wir haben hier die Puts auf der rechten Seite, wir haben hier Geld- und Briefkurs, was das im Einzelnen bedeutet, werden wir noch in einem nächsten, werden wir im nächsten Video machen. Wir gehen zurück nochmal in unser Trading View und haben hier einen Strike-Preis, einen Basispreis von 118,69 US-Dollar. So, wir befinden uns in einem steigenden Markt, haben wir analysiert für uns und gehen zurück in unsere Trader Workstation, in unseren Options-Trader. Und das Niedrigste, was jetzt hier angeboten wird, ist 119 Dollar. Wir haben gesagt, wir wollen die Aktie zu einem günstigen Kurs bekommen, müssen also jetzt hier im Simulationskonto die 119 Dollar nehmen. Hier haben wir sozusagen, wenn man darüber scrollt, sieht man schon, na, jetzt sieht man es gerade nicht, Sell und Buy. Also rot ist hier verkaufen, blau wäre ein Put kaufen. Und hier haben wir die Laufzeiten. So, wir können hier verschiedene Laufzeiten wählen. Wir haben gesagt, als Einsteiger wählen wir eine Laufzeit von mindestens 30 Tagen. Dafür gehen wir hier auf mehr und können jetzt hier sozusagen, wir haben heute den 9. November und könnten jetzt hier bis zum 18. Dezember oder zum 11. Dezember gehen. Wir wählen mal den 11. Dezember als Laufzeit. Haben hier einen Basispreis von 118 Dollar und die Preise werden uns jetzt hier nicht angezeigt. Wir sind außerhalb der Börsenöffnungszeiten. Die Börse in den USA macht auf um 15:30 Uhr, 15.30 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, wir können ihn nur simulieren. Wir sind im Simulationskonto der Trader Workstation. Das sieht man hier in diesem roten Balken, der hier einmal quer durchläuft. Das heißt Simulationskonto. Aber das macht nichts, wir können trotzdem das Ganze simulieren und schauen, wie das Ganze geht. Dann haben wir noch zwei wichtige Faktoren, die wir berücksichtigen. Einmal hier die Volatilität, sieht man hier. Die implizierte Volatilität ist bei Apple 32,4%. Und wir haben das Delta. Was diese beiden Parameter bedeuten, werden wir uns im nächsten Video anschauen. Heute wollen wir uns auf den Praxis den Verkauf eines Put konzentrieren. So, Geldkurs, Briefkurs,
Wir müssen an der Stelle nur wissen, wir kriegen immer den schlechteren Kurs. Also wenn wir einen Put verkaufen, kriegen wir immer einen schlechteren Kurs, also einen teuren Kurs. Und wenn wir jetzt einen Put kaufen würden, kriegen wir dann auch da den besseren Kurs, den schlechteren Kurs. Das muss man sich, kann man sich als Eselsbrücke einfach nur merken. So, wir klicken hier drauf auf einen Put-Verkauf zum Basispreis von 118 Dollar. Und jetzt geht hier ein Fenster auf. So, und dieses Fenster zeigt mir jetzt verschiedene Sachen an. Also, ich habe hier einmal die Menge. Ausstehende Menge heißt in diesem Fall 1 wäre ein Kontrakt. Ich verkaufe einen Kontrakt und ein Kontrakt sind immer 100 Aktien. Wir haben gesagt, wenn wir einen Cash Secured Put haben, einen Kontrakt mit 100 Aktien von Apple verkaufen wollen, dann müssen wir bei einem Basispreis von 118 Dollar, also 11.800 Dollar im Depot haben, als Cash Secured Put, um die Aktie im Notfall, im Zweifel halt auch bezahlen zu können. Wir geben hier also einen Kontrakt. Hier oben haben wir die Bezeichnung der Option. Einmal hier das Apple-Kürzel, dann die Laufzeit, 11. Dezember 2020, ein 118er Put. Und normalerweise würde jetzt hier noch die Prämie hinterstehen. Da wir keine Echtzeitdaten haben, ist die Prämie, fehlt die hier. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Simulationskonto. Dann kann ich hier als Order-Typ eingeben, Limit, Market, gibt verschiedene Order-Typen. Wir nehmen hier mal die Market Order. Also wir nehmen den uns angebotenen Preis, den uns der Broker bietet. Ganz wichtig noch, bei Lynx oder Interactive Brokers ist hier Routing Ziel Smart. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Broker uns automatisch die beste Börse raussucht mit dem besten Preis für unsere Order. Lassen wir einfach auf Smart. Dann haben wir noch die Gültigkeitsdauer unserer Order. Wir können jetzt entscheiden, ob wir sie einfach tagesgültig aufgeben oder ob die Order länger bleiben soll. Das heißt in diesem Fall GTC. GTC heißt Good Till Canceln, also die Order bleibt so lange bestehen, bis die tatsächlich auch ausgeführt ist. Also kann auch morgen sein oder am nächsten Tag. Einfach GTC würde dann sozusagen die Order ausgeführt werden, solange wir sie nicht löschen oder was auch immer. Tagesgültige Order hieße in dem Fall nur für den heutigen Tag. Wir nehmen also GTC, wir wollen, dass die Order ausgeführt wird, auch wenn der Tag gelaufen ist, dann vielleicht morgen oder so. Und würden jetzt die Order sozusagen hier übermitteln. Da kommt ein weiteres Fenster. So, und jetzt kriege ich hier angezeigt nochmal ein Fenster, was diese Order also für mich bedeutet. Ich bekomme eine Prämie hier, da ist er aufgeführt, von 441 Dollar ungefähr. Die Provision, also das, was ich bezahlen muss, beträgt irgendwas von 66 Cent bis 1,60 Dollar. Das ist die Prämie. Und wie gesagt, meine Provision beträgt irgendwas um die 440 Dollar. Wir sind hier im Simulationskonto, also von daher ungefähre Daten nur, deswegen auch hier dieses Ungefährzeichen. So. Und jetzt drücken wir übermitteln. Und die Order würde jetzt ausgeführt werden. Wir gehen nochmal zurück. Wir schließen mal den Option Trader hier und gehen hier auf offene Orders. Und hier ist unsere Order noch offen und wartet auf die Ausführung. Ja, also wenn diese Order ausgeführt würde, was jetzt aufgrund der Börsenschließzeiten und der Handelsdaten sich wahrscheinlich verzögert, vielleicht auch jetzt gerade nicht funktioniert. Also traden sollte man natürlich dann immer nur, wenn die Börse auch auf hat, die internationale Börse, das ist halt ab 15.30 Uhr deutscher Zeit, dann würde diese Order ausgeführt und dann halt auch hier im Handelsplan sozusagen auftauchen. Ja, das war der Cash Secured Put in der Praxis, in der Trader Workstation. Ich habe das hier mal im Schnelldurchlauf mal gemacht, einfach nur um mal zu zeigen, wie es in der Praxis funktioniert in einem Profi-Trading-Tool wie Lynx Brokers hier in Kombination mit der Trader Workstation.
anhand einer Apple-Aktie. Natürlich wie immer keine Kaufempfehlung, keine Empfehlung, es einfach so nachzumachen. Es ist nur eine Idee, wie so ein Cash-Secured Put tatsächlich auch ausgeführt wird, um einfach mal aufzuzeigen, wie sowas geht. Im nächsten Video werden wir den Covered Call uns anschauen in der Praxis und werden dann auch noch Begriffe wie Volatilität, das Delta uns genau anschauen, was die für Auswirkungen haben auf Kurse und wie man diese Zahlen ja auch als Bewertungsgrundlage heranziehen kann, um eine Option zu verkaufen. Das war's von mir für dieses Video. Ich hoffe, es war was dabei für dich. Du hast mal einen Einblick bekommen in Einsteigerstrategien vom Optionshandel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche zum erstmal vierten und letzten Video unserer kurzen Reihe Optionsstrategien für Einsteiger. Und damit tschüss, bis nächste Woche.